Gute Krimis sind ja so eine gewisse Sache. Vor allem in Pen Paper und damit hallo und herzlich willkommen bei Hit Dice. Ja, gute Krimis in Pen and Paper. Wie man das gut darstellt, darüber möchte ich jetzt ein bisschen mit euch quasseln und darüber ein bisschen eingehen, wie man das vielleicht tatsächlich richtig gut gestalten kann. Ich rede hier vor allem tatsächlich über eher so One-Shot-Sachen, meinetwegen auch ein Two-Shot, aber tatsächlich, dass ihr es möglichst innerhalb von einem Rahmen von 6 Stunden abhandeln könnt. Für mich spielt sich da ein richtig guter Krimi ab, also was relativ Kurzweiliges, was Prägnantes. Und ich rede jetzt hier nicht über eine Kampagne, wo man irgendwie ein Geheimnis lüften kann. Das ist dann für mich nochmal ein bisschen anderer Sektor. Ich weiß nicht genau die Definition. Da könnt ihr mich sonst auch überschlagen. Aber nur vorweg, das verstehe ich unter einem Krimi. Etwas kurzes Kriminalroman, also eine kleine Detektivgeschichte, die wir erzählen wollen. Genug Vorgeplänkel, jetzt einmal rein in das Ganze. Es geht ja darum, eine kleine Geschichte zu erzählen mit den Spielern zusammen, die basierend auf Rätseln ist. Und das ist im Pen Paper einigermaßen schwierig darzustellen, wenn man das nicht genau richtig angeht. Denn das Grundproblem so einer Rätselgeschichte ist es, dass sie Rätsel hat. Und Rätsel sind im Vorfeld relativ schwer zu testen. Und wenn ihr nicht jedes Mal das Ganze vorspielen wollt mit anderen Gruppen, mit irgendwie drei anderen Gruppen durchexistieren, damit die vierte Gruppe endlich das Abenteuer tatsächlich spielen kann, ist das gar nicht so einfach. Denn Rätsel lassen sich schwer balancieren in mancher Hinsicht. Und mit Rätsel meine ich auch Sachen finden, Hinweise finden. Wenn ihr einen Mord habt, um die sich eure Geschichte handeln soll, die Spieler, also die Spielcharaktere natürlich, sitzen mit irgendwie XY am Z und XY stirbt am Essenstisch und sie sollen jetzt herausfinden, wer der Mörder ist. Also was richtig, richtig klassisches, was ganz einfaches in Anführungszeichen. Jetzt ist die erste Schwierigkeit, wo streue ich die Hinweise, wie streue ich die Hinweise und wie mache ich, dass die Spieler, nachher, also die Spielercharaktere, darauf kommen, wer tatsächlich der Mörder ist. Jetzt sagt ihr, ja, ist doch ganz klar. Wenn Sie jetzt eine Probe aus dem Magen des Opfers entnehmen, können Sie das deuten und wissen, ah, das ist irgendwas Chemisches. Und wenn Sie die Hintergrundbücher durchblättern von den Einstellungsverfahren damals, da steht in dem Lebenslauf des Gärtners drin, dass er früher mal Chemiker war. Und dann durchsuchen Sie seinen Quartier oder seine Kammer und finden dort natürlich in seinem Stuhlbein, das ist natürlich ganz offensichtlich, irgendeine Substanz und können ihn damit überführen. Für euch in eurem Kopf mag das vielleicht total einleuchtend sein, aber nicht unbedingt bei den Spielern oder bei den Spielcharakteren. Und da kommen wir auch schon zum Wesentlichen. Man muss das relativ einfach halten, tatsächlich, so eine Geschichte. Ich meine damit nicht, dass es super plump sein soll, aber theoretisch sollte das Rätsel des Mordes innerhalb von 1 bis 2 Stunden tatsächlich gelöst sein. Wenn wir mal von einer Stunde ausgehen, ich nehme es ganz gerne so, dass ihr eine halbe Stunde habt zum Ankommen, bis es tatsächlich passiert, das Event, zum Beispiel der Mord, ein Überfall oder ähnliches, also bis es dazu kommt, die Spieler können sich oder die Spielcharaktere können sich daran gewöhnen an das ganze Szenario eine halbe Stunde lang und dann sollte das Ganze tatsächlich nur auf so eine Stunde ausgelegt sein. Jetzt sagt ihr eine Stunde, du hast vorhin was von 6 Stunden erzählt. Genau. Haltet es relativ entspannt, denn ihr füllt die Zeit mit anderen. Erstens werden eure Spieler die Zeit extrem füllen, weil sie überall rumrattern werden und ja in Sackgassen laufen. Dann hat es auch noch das, dass jeder Spieler bzw. Spielcharakter auch noch etwas Eigenes hinzubringen sollte. Auch die Charaktere drumherum sollten kleine Mysterien an sich haben, dass die Spieler schon mal in leicht falsche Fährten gelockt werden oder Mysterien aufdecken können. Denn das finde ich sehr, sehr wichtig, dass die Motivation bei dem Ganzen erhalten bleibt. Ihr habt also den einen Hauptfaden und habt jeder andere Verdächtige sollte einen kleinen Nebenpfad haben. Also das sind hier die Nebenpfade und das ist der Hauptpfad. Und das verschwimmt dann so ein bisschen. Aber es ist gut, denn jede dieser Nebenpfade hat ein kleines Mysterium. Zum Beispiel die Köchin, die vielleicht spielt der 1920 und ist verpönt, homosexuell zu sein, die ist vielleicht Lesbin und
ist deshalb vielleicht irgendwo geheimniskrämerisch, war des Nachts mal weg und die Spieler bzw. Spielercharaktere können dem auf die Schliche kommen, dann kommt nur raus, ah, sie ist nur homosexuell. Okay, alles klar. Haben wir ein Mysterium aufgedeckt, sie hat dadurch aber ein Alibi. Und so solltet ihr das Ganze machen. Ihr solltet eine Reihe von Mysterien drumherum aufbauen, dass es so ein bisschen verschmelzt und verschließt und dass die Spieler am Ende natürlich darauf kommen. Okay, wir können die anderen ausschließen, wir haben deren Mysterium aufgedeckt und haben herausgefunden, dass sie tatsächlich nicht die Mörder sein können und können so herum rausschließen, wer der Mörder sein muss. Und dann müssen wir nur noch die Hinweise dazu finden. Es kann natürlich auch sein, dass sie super die Hinweise finden und dem Ganzen nachgehen und dass der Abend vielleicht ein bisschen schneller zu Ende ist. Das könnte natürlich aber auch noch deichseln, indem ihr sie immer auf falsche Fährten zwischendurch mal lockt, indem ihr Sachen einschmeißt, indem der Beschuldigte selber auf andere verweist, dass sie dem doch nochmal nachgehen sollen. Aber im Grunde ist es das. So einfach ist das Ganze. Denn es ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, so wie ich meine Spieler und Spielerinnen kenne, dass sie sofort auf die super richtige Fährte kommen. Und sonst gibt es immer ja mehrere am Tisch. Und da gibt es auf jeden Fall welche, ah nee, lasst uns doch mal lieber dem anderen nochmal nachgehen. Lasst uns doch auftrennen. Lasst uns aufsplitten. Und da kommt ihr auf jeden Fall zu mehr Spielstunden. Ihr seid da immer zwischen 3 und 5 bis maximal 6 Spielstunden nach hinten raus dann tatsächlich. Ab 6 wird das dann schon ziemlich ermüdend, da solltet ihr es tatsächlich beenden, also ab 5 sogar schon so, dann solltet ihr schon ein bisschen mehr Hinweise streuen und das Ganze so ein bisschen zusammenpferchen, dass sie mehr ja, in den Tunnel reingelangen. Aber grundsätzlich solltet ihr ein Krimi so aufbauen, dass die Spieler nicht die exakten Hinweise finden müssen, denn es kann immer sein, dass eure super ausgedachten, brillanten Hinweise, die es ja geben muss, um das Opfer zu finden, beziehungsweise den Täter, Entschuldigung, das Opfer ist ja da, und dass sie nicht auf diese Hinweise kommen. Das kann immer sein. Also müsst ihr den Umkehrschluss sicherstellen, dass sie den Täter ausfindig machen können. Und ihr könnt nicht sagen, ja, ihr habt einfach nicht die Hinweise gefunden. Nein, ihr seid der Spielleiter, das ist euer Spiel. Wenn die Spieler es nicht schaffen, den Mörder zu identifizieren, ist es eure Schuld im weitesten Sinne, außer sie schießen sich plötzlich alle komplett gegenseitig im Haufen und da muss man einfach mal selber sich so getreu sein. Wenn das Spiel nicht läuft, liegt es leider meistens an dem Spielleiter. Und mit Spiellaufen meine ich nicht, dass die Spieler nicht einen super tollen Abend haben können und Spaß haben können oder irgendwas anderes. Wenn das handlungstechnisch nicht gut läuft, liegt es tatsächlich meistens an dem Spielleiter. Und da muss man selber so ehrlich mal sein und mal in sich reinhorchen. Und da geht es halt darum, das Ganze sicherzustellen. Und so schafft ihr das. Ebenfalls solltet ihr die direkten Hinweise mindestens zweifach splitten. Sie können ja auch einen Hinweis davor schon finden und dann sollte es auch möglich sein für sie, diesen Strang noch zu folgen. Ebenfalls, wenn ihr ein Mysterium der anderen aufdeckt, werden sie auf jeden Fall einen direkteren Hinweis vielleicht noch hinzuziehen. Auf jeden Fall im späteren Verlauf. Sagen wir, ihr seid schon bei 4 Stunden und sie entdecken erst das zweite Mysterium eurer Nebencharaktere. Dann solltet diese auf jeden Fall einen Hinweis, einen direkten Hinweis schon haben für den Täter. Vielleicht schon einen aus der History. Also, dass er vielleicht schon weiß, ah, aber ich habe doch schon meine Probe einfach entnommen und ich weiß, dass es chemische Substanzen sind. Gibt es hier vielleicht irgendwelche Unterlagen, mit denen man herausfinden könnte, wer hier was mit Chemie zu tun hat? Und dann könnten die Spieler oder Spielercharaktere vielleicht selber drauf kommen, vielleicht die Lebensläufe von den Einstellungsverfahren oder irgendwie in diese Richtung. Und vielleicht hat der Gärtner auch noch ein geheimes Chemielabor oder sonstiges und sie finden dieses geheime Chemielabor, können das noch nicht der Person zuordnen. Da gibt es aber vielleicht weitere Hinweise in diesem Chemielabor. Vielleicht ein bisschen Dreck von Erde oder sonst was und können dadurch ihre Schlüsse ziehen. Das sind jedenfalls meine großen Tipps. Nein, aber das sind tatsächlich meine Tipps, um erfolgreich ein Krimi-Abenteuer, ein Detektiv-Abenteuer zu gestalten. Das ist nicht besonders viel, es ist auch nicht besonders schwer, es ist auch nicht besonders kompliziert. Ihr müsst euch wirklich nun diese goldene Regel halten. Ein Hauptpfad, unterdeckt mit guten Hinweisen, gut durchdacht,
aber vor allem noch viel wichtiger, jede Person, die ja in diesem Kammerspiel, ich nenne es jetzt einfach mal Kammerspiel, die sollte nämlich nicht zu viel Fläche haben, sonst wird das sowieso nichts mit der Zeit. Jede Person, die darin mit auftaucht, sollte ein Mysterium haben, es muss ja auch nichts Großes sein, dann ein wasserfestes Alibi und dann im späteren Verlauf sonst auch ein Querhinweis. Die behaltet ihr euch in der Hinterhand auf. Wenn die Spieler sofort die Mysterien der anderen knacken, müsst ihr diese Querverweise gar nicht machen. Das macht ihr rein mit Spielleiterwillkür. Und zwar, wenn die Spieler nicht vorankommen, streut ihr zusätzliche Hinweise rein. Und so funktioniert das am besten. Über die Spielcharaktere im Spiel. Also die NSCs, Nichtspielercharaktere. Über die könnt ihr zusätzliche Hinweise immer wieder reinstreuen. Die können auch Hinweise finden, können sie den Spielcharakteren zutragen und so weiter und so weiter. Oder als Dankbarkeit. Die lesbische Köchin sagt dann zum Beispiel, okay, ich bin euch dankbar, dass ihr nicht mein Geheimnis verratet, ich kann euch helfen. Ich kann tatsächlich die Probe aus dem Magen nehmen und gucken, was da mal los ist oder sonst was. Das geht dann recht einfach. Oder die Haushälterin hat beim Zimmerputzen mal etwas Weißes gefunden in irgendeinem Zimmer. Und darüber können sie herausfinden, ah, okay, da sind irgendwelche chemische Substanzen in dem Zimmer und. Also da habt ihr wirklich viel, viele Möglichkeiten. Ihr müsst euch nur ein klares, gutes Konzept schaffen. Ich hoffe, die Tipps helfen euch weiter. Und es war nicht zu verwirrend, sondern ein bisschen stringent. Und damit ciao und auf Wiedersehen. Habt euch wohl.